Jetzt beschweren sie sich wieder, dass ich zu spät bin, wetten. Ach, wo kommen die denn nachher? Guten Tag. Einmal Einzug für den Gesamtbereich. Das ist ja fast wie ein Monatsgehalt. Das ist ja fast wie ein Monatsgehalt. Was kriegst du? Das ist hier richtig mit den 6 Cent? Nee, aber jetzt. Eine Einzufahrt Großbereich. Eine Einzufahrt Großbereich, da bitteschön. Och, jetzt wird die Ampel schon wieder rot. Aber nicht für mich. Das ist mir egal gerade. Nächste Haltestelle. U- und S-Bahn Jungfernstieg. Übergang zu den Linien U1 und U2. Ja, ich, liebe Fahrgäste, tut mir leid, ich krieg den Bus nicht warm. Das Ding ist, ich habe zwischen, also ich habe den Bus dahingestellt, ja, von wo wir losgefahren sind. Ach so, ich wollte natürlich nicht auf dem Fahrradweg fahren. Aber jetzt muss ich hier darüber. Und hab noch was rumprobiert, ja, die Grafiken ausgetauscht, immer die Matrix da nochmal umgeändert und immer den gespeicherten Spielstand genommen. Mahlzeit! Was wolltest du? Habe ich nicht verstanden. Ein Gesamtbereich, okay. Guten Tag, bitte einmal Gesamtbereich. Können Sie nicht einmal pünktlich sein? Ja, es tut mir leid, ich habe mich vorhin verfahren. Achso, hinten muss ich auch noch zumachen. So. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Achso, ja, ich habe da ja vorhin noch rumgebastelt und jedes Mal den gespeicherten Spielstand geladen. Also im Spielstand der Bus halt schon eine ganze Weile rum, mindestens eine halbe Stunde. Und deshalb ist er natürlich auch richtig schön ausgekühlt. So, jetzt kommt der Rathausmarkt. Ich bin sehr gespannt, ob ich hier durchpasse. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt, Übergang zur Linie U3. Ah, sieht, wow, sieht cool aus, ne? Ist jetzt mein Licht ausgegangen? Nee. Moin. Danke. 20 Cent zurück, bitte. Guten Tag. Jawohl, das kriegen wir hin. Da ist er. 2,70 Euro gibt's zurück. Fehler bei der Bereichsprüfung. Ja, was auch immer das... Also ich habe gerade eine Fehlermeldung gekriegt. Fehler bei der Bereichsüberprüfung. Ich habe keine Ahnung, was das wofür, also was das heißen soll. Aber das Spiel läuft bisher noch ganz normal weiter. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich meine, wir sind ja, es ist ja nicht mehr so weit hin bis zum Hauptbahnhof. Ja, noch 3-4 Stationen höchstens. Jetzt können wir gleich erstmal schön durch die Fußgängerzone heizen. Ja, vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen Verspätung raus. Obwohl, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr, auf Verspätung noch rauszuholen, oder? Ach Gott, nein. Nächste Haltestelle. Hier hat Hauptmann Platz.
Es ist übrigens auch tatsächlich das erste Mal, dass ich mit einem anderen Bus in Hamburg fahre, als dem dafür vorgesehenen U405N1. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte einmal Gesamtbereich. Ja. Ja, bitteschön. 1,30 geht zurück. Ich sehe gar nichts. So. So, wir sind wieder im Spiel. Ach so, ach, jetzt muss er, Lenkrad einschalten, so. Hatte ich hier jetzt gehalten? Ja, schon, der ist wieder ein Stück zurückgesprungen im Spiel. Aber nun gut. Ich hoffe, der läuft jetzt weiter, ja, ohne dass er wieder abstürzt. Ich fahre mal etwas langsamer, dann hat er mehr Zeit zum Nachladen hier. Ich meine, hier darf man eh nur 25 fahren eigentlich. Und bei der Verspätung ist das jetzt auch schon egal. Ach, hier ist ja schon die Haltestelle. Ach ja, ich habe die Hilfspfeile ja jetzt gar nicht an. Oh, was ist denn hier los? Keiner rein, keiner raus? Ja, naja. Nächste Haltestelle. Ich weiß nicht, da hinten oder? Ah ja, hier ist richtig zumindest. Es kommt gerade die Fahrtauswertung, wo natürlich wieder nichts drin steht. So, dann lassen wir noch die lieben Leutchen aussteigen. Ach, wieso ist denn hier keiner drin? Was mit dem Bus passiert? Ist der dreckig? Ja, vom Schnee oder was? Ich wusste gar nicht, dass der Citaro ein Schadensmodell, also hier ein dreckig Modell hat. Das ist ja cool. Ich bin ja noch nie so oft bei Schnee gefahren, muss ich dazu sagen. So, dann machen wir hier. Ich wollte euch noch was zeigen, was mit dem Licht, wo ich vorhin sagte, bei dem Citaro ist das anders. Das hier, zack. So aus. Wenn ich jetzt die 9 drücke, ist nur die halbe Beleuchtung an, ja? Ich mache sie nochmal aus. Nee, Quatsch, wie war denn das jetzt? Ja, irgendwie ist das komisch. Ach ja, genau. Naja, wenn man die in der falschen Reihenfolge drückt, dann ist das Licht wieder aus statt dran. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Oh, die Tür geht auf. Lol. Ja, dann machen wir nochmal Linie 0 rein. Huch! Ja, irgendwas ist wohl mit der Hochdatei nicht so ganz in Ordnung. Ja. Aber ich wollte ja... 1815... Ne, das war auch verkehrt. Ah! 013, so. Ich fahre die Kiste jetzt noch an der Seite. Mal gucken, wo wir uns da hinstellen. Und dann soll es das gewesen sein. Habe ich denn jetzt noch einen Fahrplan aktiv? Möchten Sie den aktiven Fahrplan beenden? Jawohl, das will ich wohl. Na, kleiner Stau da vorne.
Ja, eigentlich wollte ich euch noch was mit der Matrix-Anzeige zeigen, aber irgendwie funktioniert das hier in Hamburg nicht. Deshalb, wenn wir den Bus gleich weggestellt haben hier, mache ich nochmal kurz Aufnahme, Stopp. Und dann sehen wir uns noch einmal kurz für 2-3 Minuten in Brunndorf wieder. Ich fahre jetzt hier einfach mal über die rote Ampel. Jawohl, hier stellen wir uns hin. Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich passt. Ich denke mal, wir werden hinten noch ein bisschen überstehen. Dann werden wir mal hier ganz weit vorfahren. Zack. Gang raus. Scheibenwischer aus natürlich. Wobei das jetzt wahrscheinlich wieder verkehrt ist. Ach, was weiß ich. Oh, was eine Ruhe. Ah, der Scheinwischer läuft noch. So, jetzt müsste er aus sein. Habe ich jetzt Licht aus im Bus? Nee. Der läuft ja immer noch. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ach, egal, ich mache jetzt einfach die Elektrik aus. Gut, dann steigen wir aus. Nein. Achso, ich wollte noch gucken, passt das hier? Ja, doch, passt ja so ein bisschen. Naja. Dann sehen wir uns gleich nochmal in Grundorf wieder. Bis gleich. Naja, falsche Taste. So, wir sind in Grundorf. Natürlich auch wieder mit einem Citaro hier. Und in dem Citaro ist ja die gleiche Matrix eingebaut. Ich glaube mit einer anderen Schriftart zwar, aber wie auch in dem NG272 und dem NL202. Und in OMSI 2 gibt es nämlich eine lustige Funktion, was man mit der Matrix alles machen kann. Da gebe ich jetzt mal ein bestimmtes Ziel ein. Das war das falsche Ziel. Da ist es, Hightower LP. Ja, man kann nämlich selber Grafiken erstellen. Ansonsten war ich ja mal Fan von dieser Busfanat-Matrix, die zum Beispiel in dem O405N2 von Julian eingebaut ist oder aber auch in dem Neoplan 4016. Damit hatte ich ja auch den Citaro nachgerüstet hier in OMSI 1. Allerdings der hier ist mit der Originalmatrix, wie sie in OMSI 2 ist, und man kann halt schöne Grafiken selber erstellen. Die Grafiken findet ihr in dem Ordner Vehicles, ne? OMSI 2 Vehicles, nicht Fukuhila, Vehicles. Ich werde schon wieder albern. Und dann in Anzeigen und dann Krüger-Matrix oder so ähnlich. Ja, ich habe das vorhin auf die Schnelle mal gemacht, mein Logo ein bisschen nachgebaut in Pixeln. Ist noch nicht ganz so schön hier, gerade das G sieht total bescheuert aus. Die anderen Buchstaben gehen eigentlich, das O sieht auch noch ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten kann man das so mal machen. Es gibt insgesamt 3 Felder, einmal für die komplette Frontmatrix, dann für die Seitenmatrix an der Anzeige und da, wo sonst die Liniennummer steht. Das kann man alles einzelne bearbeiten. Und hinten ist dann natürlich auch das nochmal, dieses, der Game Controller. Nicht wahr, meine Damen und Herren, verehrte Fahrgäste? Das sieht ganz toll aus. Das O und das G sieht scheiße aus, aber da muss ich mich nochmal ransetzen. Aber möglich ist das alles. So, und leider hat das in Hamburg nicht funktioniert, da hat er mal irgendeinen anderen Schmu angezeigt. Deshalb habe ich euch das hier nochmal in Grunde... Manfred. Ja, in Grundorf haben wir übrigens immer noch schwebende Fahrgäste. Vielleicht ist er ein Invisible Boardwalk oder so, ich weiß nicht. Okay, gut, dann wünsche ich euch noch eine frohe Nachweihnachtszeit.
Sage tschüss, winke, winke, bye bye. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben und vielleicht sogar kommentiert. Ja. Und wie gesagt, es kann ein bisschen dauern. Um die zwei Let's Plays werden so ein bisschen auf sich warten lassen, vermute ich. Aber vielleicht kommt ja noch was anderes zwischenzeitlich. Wollen wir mal gucken. Gut, alles klar. Ich sag tschüss, winke, winke und bye bye. Ach, und falls wir uns vorher nicht mehr hören, guten Rutsch auch noch. Ach, jetzt kommt... Ja, dir auch. Du kannst auch ausrutschen, Manfred. So, tschüssi.